Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir den ersten Panzer kaputt gehauen nach ungefähr 3-4 Versuchen, wo immer wieder neue Leute gekommen sind. Hier sieht man die ganzen Kreuze. Und ja, wir müssen jetzt mit unseren ganzen Truppen nach oben marschieren, um den anderen Panzer kaputt zu hauen. Und was? Ich hole mir jetzt schon mal Allies und Herbert. Und wir gehen jetzt mit all unseren Truppen nach oben. Weil ich keinen Bock wieder habe auf die Schlacht da unten. Weil die haben wir schon 3-4 Mal gemacht. Und das fand ich waren 3-4 Mal zu viel. Shamrock ist auch bei einem Eimer. Deswegen schießt ganz bestimmt nicht so in der Nähe. Wenn die Shamrock da in der Nähe ist. Das Dingen. So, kannst du irgendjemand treffen? Ihn wirst du ja wohl treffen können, oder? So. Tschüss. Kannst mich auch mal. So, dann gehen wir mal aus der Schusslinie und in die Nähe von Claudia. So reicht schon, glaube ich. Der Sniper da hinten geht mir auch langsam auf Nerven, den können wir auch mal kaputt hauen. Edelweiß kann, glaube ich, noch hier bleiben. Rosie! Kannst du, glaube ich, heilen. Wir stehen ja alle so im Feuer vom Sniper. So. Ja, du hast ja auch Flammenwerfer, habe ich ja ganz vergessen. Ich vielleicht auch mal einsetzen können. Also das denke ich nicht in der Hitze des Gefechts. Was nicht sehr klug ist. Ach, ich habe gar keinen. Ich habe gar keinen. Oh, stimmt ja. Die ist ja gestorben hier. Also ohnmächtig geworden, sag ich mal. Habe ich total vergessen. Das heißt, ich kann die Shamrock gar nicht kaputt reparieren. Das ist sehr schön. Aber wenn ich Pech habe, dann hauen die mir die kaputt. Was mache ich jetzt? Wenn die Shamrock von da aus getroffen werden. Aha. Ja, Welkin, biete du dich mal ein bisschen an. So, jetzt kommt der große Panzer und haut euch eins aufs Maul. Auch wenn es ein bisschen dauert. Aber was mache ich jetzt? Was, wenn Zeka angegriffen wird? Muss ein verdammter Panzer kommen. Da ist schon wieder. Ich halte es einfach nicht aus. Ich glaube, ich habe gespeichert. So, du gehst jetzt mal. Weiß ich nicht. Komm mal nicht hin. Verdammter Dreck! Jetzt haben wir ja noch alles. So, ihr könnt, kann ich auch. Wo ist es? Ah! Hallöchen! Sehen, ja. Da ist einer. Wir müssen mal kaputt hauen. So, Juno. Wenn du ihn jetzt kaputt hauen willst, dann haben wir vielleicht nur eine Chance mit Zerka zu überleben. Da scheinen ja auch keine Verstärkungen zu kommen andauernd, oder? Oder
Hi. So. Okay, du siehst uns nicht ganz gut. So, wenn es da nicht nur irgendein Lanzentyp ist, dann ist da keine Sicherheit. Dann sind wahrscheinlich wieder 1 Milliarde Leute aufgetaucht, ne? Und da oben auch. Die werden unmöglich Säcker treffen können. Au! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Stirb. Das gibt's doch einfach nicht. Der hat 3 Punkte noch. Du stirbst sowas von dem nächsten Zug. Oh, nee. Komm schon, ich treffe immer einen Scheiß von der Entfernung. Au! Na zucken, ey. Ich habe das jetzt so in der Aufnahme noch mal gesehen. So. Oh. Schön. So, ich kann also jetzt die ganze Zeit immer auf diese Typen warten, bis sie da hinten hinkommen. Geil. Ich Edelweiß doch umgedreht gelassen, ne? Ja. Hätte ich machen sollen. Oder ich hätte die Shamrock da lassen können. Den Flammenwerfer, das wäre auch gut, ne? Mann. Hau ab. Komm doch noch näher. Au. Wer nimmt mich denn da von hinten, Mann? Das ist nervig. Ich gehe zum Panzer und töte ihn. Und wo gehst du hin? Du gehst zu meinen. Oh ne, du gehst zum Sniper. Ich halte es nicht aus. Toll, was soll ich denn? Hallo? Jetzt nochmal, spinnst du? Jetzt darf ich da die Lage auch noch entschärfen. Ihr könnt mich doch mal. Boah, und der schießt jetzt direkt auf meinen Radiator und Vulcan ist weg. Ne? Nee, du schießt lieber auf meinen Sniper. Idiot. Oh. Ich halte so viel Blödheit nicht aus. Los, fang den ab. Meinen Lanzenleuten könnte ich eigentlich locker hinkommen. So, macht irgendjemand den kalt. Au! Der kommt wahrscheinlich auch wieder an, ne? Oh, der war schon die ganze Zeit irgendwie da. Oh, nee. Boah, wer tötet es ein? Ich habe keinen Bock. Oh, super. Und Kommandopunkt habe ich auch noch verloren. Ja. Das Spiel verarscht mich irgendwie an diesem Zeitpunkt hier. Nein, du nimmst nicht die Leiche von Lago. Nein, ihr tötet nicht John. Mann! So ein Dreck. Macht den Panzer da hinten kalt. Ganz ehrlich. Ich halte das immer aus. Das ist doch schwachsinnig, ey. Wahrscheinlich sind die genau in eine Flamme aufgetaucht, ne? Um mein Glück. So, wir könnten uns von hinten heranschleichen. Noch knapper geht's nicht, ne? Verdammt. Bevor ich
vollkommen aus der Reichweite bin. Das kann auch sehr lange dauern. Das regt mich auf. Herbert. Das hat mir gerade gefehlt. Du kannst jetzt nichts mehr machen, ne? Ich hasse dich. Ja, warte, ich hasse dich. Repariere jetzt den verkackten Panzer. Habe ich einen Zug bei dem verschwendet? Verdammter Dreck. Dankeschön. So oder so zwei Dinger dann gebraucht, oder was? Ja, so muss das. Genau. Kann mich umdrehen. Hört mal auf zu schießen. Zack. So. Kosmik. So, ihr bekommt jetzt alles mit Waken hier zu tun, ey. Der tankt euch jetzt alle im wahrsten Sinne des Wortes weg. Was war hier? Ich hab Bock, die Situation jetzt zu entschärfen. Scharfschützen brauchen wir sowieso nicht. Zieh ich zurück, Mann! Und Catherine. Sie von Jones. Ach ja, Plan. Brauch ich auch da hinten. Ah ja, Lago. Damit ich vielleicht noch warten soll. So, dann ballern wir mal den Panzer da hinten kaputt. Wenn wir mal irgendwann dazu kommen würden. Ich habe so gefühlt, kann noch sehr lange dauern. Den erreichen wir nicht, also heilen wir uns. Glitzer, Glitzer. So. Das ist langsam sehr einseitig hier. Ah, Schemmer könnte man auch da platzieren. Ich will den Panzer jetzt langsam kaputt kriegen. Geh darüber. So, mit etwas Glück können wir uns an ihn vorbeischleichen. So. So, treffen. Ja, genau so. Nicht. Allies. Enttäuscht hast du mich jetzt noch nie so oft. Fang jetzt nicht damit an. Ich kann ihn die ganze Zeit jetzt von der Entfernung hier abschießen. Das wird's nicht bringen. Ich treffe ihn doch. Die Rauchwolke kommt da aus ihm raus. The fuck. Langsam will ich die Level hier mal hinter mich bringen. Da sieht er irgendwie nur das gleiche. Ich bin doch leider nicht besser. Kann ich nicht vorspulen oder so? Also 70 Parts irgendwie so, stelle ich mir die Frage. Hey, es bewegt sich. Super, ist Grabbel, ist er recht, hat doch gleich gar nicht mehr.
Also er kommt da irgendwie hoch. Er kann da, glaube ich, hoch, oder? Verpiss dich. Wäre ja noch schöner, ne? Ah, oh, verdammt. Los, normal. Jetzt mal krieg ich dich. Verdammt. Allein wegen den Leuten, warum tauchen die immer noch auf? Ich will auch eine unbegrenzte Anzahl von Einheiten haben, was ich ja irgendwie habe. Ich kann sie ja immer wieder zurück wiederbeleben. Aber ihr wisst schon. Das sind spannende Parts. Da muss wunderbar sein, die zu gucken irgendwie. Und der rennt da hinten hin, ist mir scheißegal, dann kommst du mir nicht in die Quere wenigstens. Aber bleib ruhig da. Geh du auch weg. Dich will ich erst recht nicht haben. Na, ja, da geht's aber rein, geil. Find's schön. Na, oh, er schießt, verdammt. Der Fortschritt ist, nicht in Dingen zu fassen. Ja, komm hier hoch, das ist perfekt. Jetzt sehe ich dich fast gar nicht mehr. Ja, du kommst irgendwie da hoch, glaube ich. Hm. 17 Minuten, wir machen einen Schnitt und ich sehe euch in der nächsten Folge. Tschüss.